Ich habe vom Schweizer Radio und Fernsehen den Auftrag bekommen, unsere Nachrufliste ein bisschen abzuarbeiten. Darauf stehen die Namen von Menschen, die im Moment noch leben, aber irgendwann müssen wir alle gehen. Und dann ist man natürlich froh, wenn noch ein paar Prominente ein paar nette Worte sagen. Darfst du jemanden aussuchen, auf wer würdest du gerne einen Nachruf machen? Das, du bist nicht drauf, gell? Nein, du bist nicht drauf. Willst du dich draufschreiben? Ja, okay. Oder? Also komm. Melanie Weniger, wie wird sie dir in Erinnerung bleiben? Ja, sehr vorlaute, unangenehme Person, hat immer ein bisschen gestunken. Sven Epine? Oh, der Sven, ja. Der Sven sieht seit 18 aus wie ein 18-Jähriger. Und ich, ja. Das ist doch der, der... das ist schon schade, weil wir haben ja einfach sonst niemanden, der moderieren kann, außer der Sven Epine in der Schweiz, oder? Heute ist ein trauriger Tag. Wir haben unseren Bruder Sven Epine verloren. Das Moderator-Monopol. Und da haben wir noch den Göllen auf der Liste. Ja. Ein Schwan so weiss wie Schnee. Nie mehr haben ihn gesehen, oder? Gehen wir noch schnell weiter. Francine Jordi. Unherzige, aber... Sie war unherzige, ganz herzige. Francine, seit du nicht mehr hier bist, ist mein Ästli gebrochen. Baschi? Also beim Baschi werden wir uns an mehr Sachen erinnern, als er sich selber erinnern kann. Das ja. Würde ich mir... Rest in peace, ja. Wir würden Nachruf auf mich tönen. Ja, der Herr Büsser. Der Terrorzwerg ist von uns gegangen.